Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 4. Ich muss mal ganz kurz was gucken in den Statistiken, denn wir machen noch eine ULP-Mission, also für den komischen Heini da. Und das wird nämlich diese komische Hubschrauber-Mission sein. Mal kurz gucken, hier haben wir nichts. Bei denen sind... gut, die haben Respekt und Sympathie, das ist mir relativ wurscht. Missionsfortschritt 100. Bei Francis habe ich auf jeden Fall noch zwei Missionchen. Bei Peggy habe ich noch zwei. Und hier noch eine. Läuft. Fast 14 Stunden spiele ich schon. Ist ja unerhört. Die Frage ist, wo fahren wir denn jetzt als nächstes hin? Da wir hier in der Nähe sind, fahren wir zu Peggy und machen mit ihm noch eine Mission. Habe ich mir gerade mal so spontan gedacht. Navi, du willst mich doch verarschen. Jetzt muss ich auf einmal da lang, oder was? Oh, Telefon. Nico, was ist das, was ich über dich running mit Patrick McQuarrie now these days? He's got work and he's a good guy. You're not planning on taking him down, are you? Lay off him, for me. I'm not planning on taking him down. He's my damn brother, you idiot. Packy McQuarrie, Francis McQuarrie. It's all starting to make sense. I knew Irish families were big, but I didn't expect to run into brothers in a place the size of Liberty City. Yeah, just thank the Lord you ran into Packy and not my other brother. Packy's just a hood, but Gerald is into some serious shit. And Derek, he's the worst. If that asshole ever comes back from Ireland, I can't be held responsible for what I do. My brothers ain't no good, Nico. Trust me on that. You know what? Me and Packy get along. Maybe if doing what you do is good, then I want to be no good instead. I should meet the other McCrearys. Be careful what you wish for. Alles klar. Ach ja, dann warnt er mich also vor seinen Brüdern. Es ist sehr interessant, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, dass er derjenige ist, der auch nicht ganz koscher ist. Aber gut, das kann man wahrscheinlich sehen, wie man möchte. Wir fahren trotzdem jetzt zu dem guten Patrick. Und ich glaube, wir lernen die Brüder auch noch kennen. Ich glaube sogar bald. Es könnte sogar sein, dass ich sie jetzt kennenlerne. Und ich weiß auch gerade gar nicht, dieses Telefonat. Liegt das jetzt daran, weil ich mir das markiert habe und dann auf dem Weg dann auch natürlich dahin bin, dass dann das Spiel sagt, komm, der ruft jetzt an. Oder wäre das jetzt random auch gekommen? Oder wird das immer durch bestimmte Missionen getriggert? Also wenn man so und so viele Missionen hat, dann kommt das und dies. Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Weil ich auch nicht wüsste, wo das letzte Mal kam, weil dafür ist das schon viel zu lange her. So, auf jeden Fall parken wir hier. Und wir können ja auch später mit der Schwester ausgehen. Kate, glaube ich, hieß sie. Bin mir gar nicht mehr so sicher. Waste not one. The plan was they were gonna hide the diamonds in the queen's ass. Oh, hey, Nico. Hey, Kate. Get your fucking hands off my fucking sister, boy. We're talking, not having casual sex, Patrick. I pray after the amount of practice you've had, you'd know the difference. Sure, I know the difference. One leaves you feeling sad and empty and alone, and the other's casual sex. Then I'm quite sure you and Mr. Nico here will have fun in your play date. Hey. Coming, Ma. You boys play nice now. For sure. Hey. Okay. Oh, we're gonna play real nice. They're clean as a fucking whistle. One previous owner. Yeah. Safely driven, ready for action. We got an opportunity, my boy. Yep, fortune favors the brave. Gotta make hay while the sun shines. So is you down, boy? Or is you out? Down for what? Down for robbing a thief. Robin Hood. Exactly, Robin fucking Hood. Who are you going to rob? The fucking mafia, boy. Yeah. Is the money good? What's the risk? Well, the risk is we all die a very slow and painful death. And the money is good, very good indeed. So you in, big guy? Or we're gonna have to kill you? Well, since you put it that way, I'm in. Right. Good. All right, all right. Let's go. Let's do this.
die beste Idee ever. Rauben wir einfach mal die Mafia aus. Ja, ja, halt die Fresse, ich hab schon Auto. Wie? Willst du mich jetzt verarschen? Ich soll die abholen. Die können doch rüberlaufen. Sind die irgendwie. Boah. Ich glaube, das, was wir jetzt machen, das führt zu einem schweren folgenschweren Situation, die interessanterweise. You fucking guessed it. It's an Ancelotti operation. Ray tipped us off about a big payoff they just got. A fat cash payoff. Ancelotti's, huh? I can't tell none of those Watt families apart. Ancelotti's, Gambino's, Pecorino's. It's the fucking Pecorino's, man. We're working for them. Pecorino's a type of cheese. Pecorino's is a bunch of Guido gangsters out of Alderney. They're all mafia, though? Of course they are. Cosa Nostra and all that shit. Our family used to be bigger than all them mafia families put together. Back in the day, that is. Not this shit again. I heard this speech a million times. McCreary's ran the city. People were scared to say their name, let alone come near their place in purgatory. Life was great. We were in charge. It's fucking true. I'd like to hear you tell Gerald that it's a boring story. My brother wouldn't take too kindly to that now, would he? You know the purgatory is called what it is because people were so scared of the McCreary's? Did you know that, Nico? It's called that because people found the McCreary story so fucking boring. Listening to them was like being in purgatory. Fuck you, Gordon. I'll fucking come back there and kick your fucking ass in a minute. I hear that Francis McCreary is your brother. Fucking Frankie, my brother. He may have a badge, but I tell you for a fact, he's as crooked as the rest of us McCreary's. More so. At least we ain't fucking hypocrites. Kate's the only decent one. I can believe that. You know Frankie, do you? I got a story for you if you do. Another fucking story. Shut up, Gordon. So, Nico, when Francis and Gerald was growing up, Frankie becomes an altar boy. He swears to this day that he wanted to serve the Lord. Jerry knows the truth, though. He only put on that cassock so he could pocket the change in the collection plate. Fact. That's Francis, down to a fucking T. I don't even know if he realizes what a crook he is. That sounds like the Francis McCreary, I bet. I bet. Model community leader, my ass. You're just worried he'll start clamping down on you. Ain't you, Paggy? I'd like to see him try it. Not gonna happen with the things Jerry knows. Was das? So, und das, was ich glaube zumindest, das, was gleich passiert, führt dann zu einer folgenschweren Situation und die verbindet das Hauptspiel mit den beiden, oder mit dem Add-on, mit den beiden DLCs, mit den beiden Geschichten The Lost and Damned und Ballads of Gay Tony. Außer wir müssen jetzt Pumucke klauen, dann nicht, aber ich glaube nicht, dass wir Pumucke klauen müssen. Ich glaube, es geht hier um Diamanten, hat er auch gesagt. Und dann führt das eine zum anderen und das. Ja. Dann geht's ab. Oh, ich soll da rauffahren, sag's doch gleich. What the fuck? Ach ja, so, dann wollen wir mal parken. Alright, Boys. If Ray is correct, then the money's going to be kept in the office in the main building. And there should be a boat docked out back for the getaway. All right, it's up and over the fence. Don't go too fucking far, Nico. Das heißt, geh nicht zu weit. Wir wollen das Geld, wenn dann jemand kommt, dann ist... Was ist denn los? Das ist nur ohne Spaß. Es wird getötet, wer getötet werden muss. Da ist irgendjemand runtergefallen. Oh, guck mal, die fangen einfach schon an. Zu mir sagen, sie geht nicht so weit, weißt du? Und die, ballern direkt, oder was? Das ist unglaublich. So. Und da oben steht noch einer. Ich glaube, er ist tot. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hier. Ah, die ist nicht mal ansatzweise weit genug, ey. So, eigentlich reicht normalerweise ein Schuss. Er weiß noch nicht, was er tun will. So.
der lebt doch noch. Unglaublich. Ich verstehe manche nicht, die nach einem Headshot überleben, weißt du? So, geht doch. Meine Fresse. Erstmal einsammeln hier. Oh, das ist ein Lebenspackage. Das ist ein Feind. Ich gehe mal hier weg. Hier ist was Hochexplosives. Wenn er das trifft, dann möchte ich da nicht stehen. Ganz ehrlich. So, ihr checkt den... Nee, hier muss ich gar nicht hin, oder? Wo muss ich denn hin? Nee, warte mal, hier oben muss ich definitiv nicht hin. Aber ich mach's trotzdem. Einfach so. Und es bringt nichts. Gut, dann springen wir wieder rüber. Ich glaube, ich gehe mal in die Richtung. Wer bist denn du? Warum zieht er hier auf diesen Container? Ist der böse? Wer weiß. Sind hier auch noch welche? Ich sehe keine, also nein. Coole Karre. Okay, jetzt bin ich ganz oben. Ach so. Ja toll, jetzt wo ich schon ganz oben bin, wollt ihr einfach nur das Ding durchsuchen. Oh, macht nichts. Uns geht's gut. Wir sind ja Nico Bellic, da funktioniert das. So, wo sind die Spacken jetzt hingelaufen? Kommen die rein? Nein, kann man nicht. Hallo? Jungs? Steht einfach nur da. Ja, wo sollen wir denn reingehen? Was rein? Wo? Wieso? Hier? Ah. Alles klar. Ja, genau, geh mal hoch. Könntest du dich wieder... So, der ist tot. Der müsste auch irgendwann sterben. Er ist auf jeden Fall schon mal die Treppe runtergeplumpst. Schon mal gar nicht mal so schlecht. Ja genau, lauf mir mal genau da rein. Wenn ich ihn schießen will, das ist immer gut. Wir schießen da noch. So. Wer ist hier noch am Schießen? Bist du am Schießen? Jetzt bist du tot. Boah, ihr seid so eine krasse Motherfucker. Ihr habt's richtig einfach nur drauf. Lol. Ah. Da ist noch einer. Komm her, mein Freund. Bam, 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 bam. So, du bist tot. Lol. Ist da oben noch einer? Nein, weiß ich nicht mehr. Eigentlich müssten das welche sein aus Vice City. Das wäre cool, damit das halt alles so eine in sich geschlossene Sache ist. Wir laden mal gechillt nach. Läuft schon. So, du bist tot. Lass mich weiterlaufen hier. Lutscher. Give me the money! Oh. Shit, I've got the money! Okay. So, der ist tot. Der ist nicht tot. Oh, der ist tot. Ich kann jetzt einfach schnell hier versuchen, mal rauszurennen. Was ist hier los? Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, wer ist Feind, wer ist Freund, ey. Ohne Spaß. Wir haben schon alles Feinde, deswegen schieße ich jetzt auf alle hier. Mir egal. Das ist voll doof. Ich weiß nämlich hier echt jetzt nicht, wer... sind meine Homies und wenn ich... Oh. Stehe ich ein bisschen falsch? Ach, ihr habt doch eh nichts drauf. Warte. Ich wurde getroffen von irgendwo, von da. Vor allem, die sehen aus wie die von gerade. Ohne Spaß, ne? Kann ich hier eigentlich raus? Ja. Genau. Bedeutet, ihr werdet sterben. Wo ist das fucking Boot?
Hab ich gesagt, hier ist ein Boot? Okay. Wenn du nicht da bist, dann kannst du mir glauben, ich schwimme. Ich fahre nicht zurück. Verzeihung! Aber der muss jetzt mal raus. So. Ja, klar. That don't mean I can drive one. Fuck it though. I'll give it a try. Als ob ich kein Boot fahren könnte, also bitte. Ich kann ja auch Auto fahren. Boot kann ja wohl nicht viel anders sein. Fucking beautiful. We did ourselves proud. My brother Jerry's gonna be fucking ecstatic. Reviving the Enchiladas don't figure out it was us, they ripped them off. I don't fucking worry about it. This figure was another one of the five families. Us McCreary's are under the fucking radar nowadays, it ain't a problem. I hope you're right, for my sake. Shut up and think about the money. If that don't work, think about my sister. I tell you though, you're only getting your hands on one of those things, you maniac. And it ain't gonna be my cape. I'll think about the money then. What a trooper. Was mich hier beim Bootfahren nervt, ist immer der Wellengang, ey. Boah, das Boot fliegt da einfach immer nur. Das ist echt unglaublich. So, jetzt werden unsere Wege sich wahrscheinlich trennen. Könnte ich mir vorstellen. Und ich bleib hier allein zurück. Beim Boot. Nee, doch nicht. Andersrum. Andersrum. Wir bleiben hier allein zurück und er fährt weg. Toll. $8,000, ey. Pff. Dafür der ganze Stress, ne? Das war jetzt bei ihm die letzte Mission, die wir hatten. Unglaublich. Okay, Francis. Das bedeutet, ich rufe mal ganz kurz meinen lieben Roman an. Der soll mir mal ein Taxi schicken. Damit wir zu Francis fahren können. So. Der wird sich bestimmt auch wieder super, mega, toll und überhaupt darüber freuen, dass er... Guck mal, da fährt er. Also die Taxi... Aber guck mal hier, das ist schon ein bisschen nicere Karre, muss ich sagen, ne? Leck mich am Arsch, ey. Roman is doing well. You see this new car, my friend? So can you take me to Castle Tunnel? Sure, fine. You better be enjoying yourself back. Oh, Telefon. Was geht ab? Nico, man, look, I ain't a pimp or nothing. What are you talking about, man? I'm saying, would you take my sister Katie out for a drink or something? She don't get out much, and she sure as hell don't go on dates. We're starting to worry. She likes you, just as friends. I'm gonna send you a number. I'll give her a call, man, but I don't think she'll wanna see me. Trust me, she will. Call her, man. Oh. Okay, man. So, ich überspringe mal die Fahrt bis dahin, weil die scheinen jetzt glücklicher zu sein, die Arbeiter bei Roman. Die haben geilere Karren, verdienen... Na klar. Okay, anscheinend haben sie sich doch... Also finden sie immer noch scheiße. Na gut. Da muss ich jetzt den ganzen fucking Weg laufen, den Rest... Na... Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch, denn hier beende ich mal die Folge. Lauf schon mal ein Stückchen dahin und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ups, in der nächsten Folge bei Francis. Wieder mal gucken, was der von uns will. Bis dahin. Haut rein, Leute.